Seit 1952 unterstützt der Staat alle Menschen mit der sogenannten Wohnungsbauprämie beim Bauen, Renovieren oder Kaufen einer Immobilie. Wie genau die Wohnungsbauprämie jetzt funktioniert, wer Anspruch darauf hat, wie hoch diese ausfällt und für was genau du diese auch verwenden darfst, all das erfährst du in folgendem Video. Servus und hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian. Heute geht's um die Wohnungsbauprämie, die ein Teil des Bausparens ist, was ja für viele immer noch sehr relevant sein kann und wird, vor allem wenn man die Neuerungen im Jahr 2021 mit dazu nimmt. Das heißt, du wirst jetzt in den folgenden Minuten erfahren, was die Wohnungsbauprämie überhaupt ist, welche Voraussetzungen du mitbringen musst, damit du diese auch bekommen kannst, in welcher Höhe die Wohnungsbauprämie auch ausgezahlt wird und am Ende dann natürlich auch, für was genau du dann dieses Geld wirklich verwenden darfst. Los geht's damit, was die Wohnungsbauprämie eigentlich ist. Und das ist relativ einfach erklärt. Das ist nämlich im Prinzip einfach Geld vom Staat, was dir helfen soll, den Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Das heißt, wenn du einen Bausparvertrag abschließt, dann unter bestimmten Voraussetzungen, auf die kommen wir jetzt gleich zu sprechen, bekommst du eben hier vom Staat nochmal einen Zuschuss on top. Das ist eine Möglichkeit, wie der Staat das Ganze fördert, also über die Wohnungsbauprämie. Es gibt auch noch Wohnriester, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Und auch das Thema mit der Arbeitnehmer-Sparzulage. Hier wird es dann demnächst auch noch Videos zu diesen Themen geben. Allerdings hat nicht jeder Anspruch auf die Wohnungsbauprämie, sondern es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, nämlich die Folgen. Du musst mindestens 16 Jahre alt sein und dann ist vor allem dein Einkommen relevant. Dein Einkommen darf nämlich bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Diese Grenzen wurden für 2021 angehoben. Vorher waren die Grenzen bei einem Single bei 25.600 Euro, bei Verheirateten dann einfach das Doppelte, sprich 51.200 Euro. Und das wurde jetzt doch tatsächlich um einiges angehoben, denn ab 2021 sind die Grenzen bei einem Single bei 35.000 Euro zu versteuerndes Einkommen und bei Verheirateten entsprechend das Doppelte, 70.000 Euro. Wenn das erfüllt ist und du natürlich entsprechend einen Bausparvertrag dann auch abgeschlossen hast, dann hast du Anspruch, hier die Wohnungsbauprämie zu bekommen. Hier noch als Ergänzung mit dazu, was ist überhaupt ein zu versteuerndes Einkommen? Das ist quasi dein Bruttoeinkommen minus eventuelle Freibeträge, minus Sonderausgaben, minus außergewöhnliche Belastungen und minus Werbungskosten. Das heißt, selbst wenn dein Bruttoeinkommen über diesen Grenzen liegt, kann es durchaus sein, dass nachdem das Ganze hier, was ich aufgezählt habe, mit eingerechnet wurde, dein zu versteuerndes Einkommen unter den Grenzen liegt und du dennoch Anspruch hast auf die Wohnungsbauprämie. Wie hoch ist denn jetzt dann im Einzelnen die Wohnungsbauprämie? Wie viel kannst du bekommen? Und auch hier gab es für 2021 Änderungen, genauer gesagt Erhöhungen. Es gibt also mehr. Und jetzt sind hier zwei Punkte relevant. Es ist einmal relevant, bis zu welchem Betrag wird das Ganze überhaupt gefördert und wie viel Prozent gibt es dann auf diesen geförderten Betrag vom Staat. Und der maximal jetzt förderfähige Betrag ab 2021 bei einem Single sind 700 Euro, Verheiratete wieder das Doppelte, 1400 Euro. Und dann gibt es künftig 10% auf eben diesen Wert. Wenn du das jetzt als Single beispielsweise maximal ausschöpfen würdest, dann zahlst du 700 Euro hier im Jahr ein in deinen Bausparvertrag. Davon 10%, 70 Euro, das wäre deine Wohnungsbauprämie. Du kannst natürlich auch mehr einzahlen, aber dann gibt es halt nicht mehr Wohnungsbauprämie. Deswegen ist dieser Richtwert von den 700 Euro hier relevant. Gilt, wie gesagt, erst ab 2021. Vorher war es ein Ticken weniger. Wie viel war es vorher weniger? Einfach der Vollständigkeit halber. Da waren es keine 700 Euro, sondern 512 Euro. Und es wurden auch keine 10% dann darauf quasi berechnet, sondern nur 8,8%. Jetzt bleiben im Prinzip nur noch zwei Fragen offen. Nämlich zum einen, wie genau bekommst du jetzt die Wohnungsbauprämie? Das heißt, wie und wo kannst du diese beantragen? Und zum anderen, wenn dein Bausparvertrag dann irgendwann mal zur Auszahlung kommt, wie genau darfst du dann dieses Geld, was du hier erhalten hast, über die Wohnungsbauprämie tatsächlich auch verwenden? Schauen wir uns jetzt erstmal an, wie genau du an die Wohnungsbauprämie
rankommst. Und auch das ist relativ simpel. Du bekommst nämlich normalerweise zu Jahresbeginn von deiner Bausparkasse einen entsprechenden Antrag auf Wohnungsbauprämie. Den füllst du aus, schickst ihn zurück an deine Bausparkasse und wenn die Voraussetzungen eben erfüllt sind, dann bekommst du die Wohnungsbauprämie in deinen Vertrag. Gezahlt, keine Angst, wenn du das mal verpasst hast, du kannst bis zu 2 Jahre rückwirkend einen Antrag auf Wohnungsbauprämie stellen. Und wie genau darfst du jetzt die Wohnungsbauprämie nutzen, wenn dein Bausparvertrag zur Auszahlung kommt? Hier ist es so, dass der Gesetzgeber eine klare Regelung getroffen hat. Er sagt nämlich, ja, das Geld darfst du verwenden, aber nur für sogenannte wohnwirtschaftliche Zwecke. Es gibt eine Ausnahme für junge Menschen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das kann tatsächlich für relativ viele sehr interessant sein. Und zwar sagt er, ja, wohnwirtschaftliche Zwecke, das sind Sachen wie zum Beispiel der Kauf eines Hauses, der Umbau eines Hauses, die Sanierung, die Modernisierung, also zum Beispiel auch der Kauf einer Küche oder vielleicht irgendwo einen neuen Boden verlegen, das fällt hier schon mit rein und dafür darfst du das Ganze auch verwenden. Machst du das nicht, nutzt du das Geld für was anderes, musst du tatsächlich die erhaltene Wohnungsbauprämie an den Staat zurückzahlen. Und jetzt noch die spannende Ausnahme für junge Menschen, sprich Menschen, die ihren Bausparvertrag vor dem 25. Lebensjahr abgeschlossen haben, haben einmalig die Möglichkeit, nach 7 Jahren nach Abschluss über das vorhandene Guthaben komplett frei zu verfügen, ohne dass das jetzt an wohnwirtschaftliche Zwecke gebunden sein muss. Und ich glaube, das wissen viele Menschen tatsächlich nicht. Die Wohnungsbauprämie bezieht sich dann natürlich nur auf die vergangenen 7 Jahre. Dafür wurde die dann gezahlt. Und das ist tatsächlich für viele junge Menschen ein Vorteil, den man vielleicht sogar ausnutzen kann. Und jetzt die Frage an dich. Hast du einen Bausparvertrag? Bekommst du Wohnungsbauprämie? Hast du gerade gemerkt, oh, ich habe einen Bausparvertrag. Ich habe auch Anspruch auf Wohnungsbauprämie. Ich habe das noch nie beantragt. Schreib das alles mal in die Kommentare rein, wenn du noch Fragen hast. Ansonsten findest du auch meinen Artikel zum Thema Bausparen hier unten verlinkt. Einfach mal anschauen. Da habe ich auch ein paar Anbieter mit aufgelistet. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir natürlich ein Like da. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns wieder im nächsten Video sehen. Bis dahin, dein Basti von Versicherung mit Kopf. Ciao.